Kommunikation ist wichtig. Kommunikation ist entscheidend für ein gutes, verständnisvolles, zwischenmenschliches Zusammenleben. Kommunikation prägt unseren Alltag, prägt unsere Gedanken, prägt unsere und gestaltet unsere sozialen Interaktionen mit anderen Menschen. Und Kommunikation geschieht immer auch unbewusst. Was das genau bedeutet, wie du besser, konstruktiver, sinnvoller kommunizieren kannst und wie genau die fünf Axiome von Paul Watzlawick aussehen, erfährst du in diesem Video. Let's go! Ja, herzlich willkommen, humanistische und vor allem kommunikative Grüße. Heute zu einem kleinen Video zum Thema Kommunikation am Beispiel von Paul Watzlawick und den fünf Axiomen, die ich euch gerne heute vorstellen möchte. Ja, die fünf Axiome hat er sich natürlich nicht alleine ausgedacht. Es waren noch andere Menschen beteiligt. Das Ganze ist Ende der 60er Jahre schon geschehen und es sind grundsätzliche Überlegungen in Sachen Kommunikation, Kommunikationstheorie, sprachliche Überlegungen. Welche Elemente sind dabei wichtig? Wie sieht Kommunikation in ihrer Struktur aus? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und das Ganze haben diese Personen versucht festzumachen an diesen fünf Axiomen und quasi auf einer Metaebene versucht darzustellen. Und die Axiome gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung zugleich. Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten und Kommunikation ist entweder symmetrisch oder komplementär. Man kann nicht nicht kommunizieren. Eine doppelte Verneinung. Oder man könnte auch sagen, Menschen, die aufeinandertreffen, also die sich in räumlicher Nähe und nicht auf Distanz befinden, kommunizieren immer auf die ein oder andere Weise miteinander. Egal, ob sie reden, egal, ob sie schweigen, spielen bewusste und unbewusste kommunikative Elemente, wie zum Beispiel die Sprache an sich, also das gesprochene Wort, aber auch Mimik, Gestik, Körpersprache, Haltung, Verhalten in einer gewissen Situation eine Rolle. Und es geht also bei diesem Axiom um die Interaktion der einzelnen Individuen in der sozialen Umwelt, in eurem Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Familie. Und das erste Axiom, man kann nicht nicht kommunizieren, beschreibt quasi auf einer Metaebene, dass das Nichtvorhandensein von Abwesenheit in Sachen Kommunikation und stellt quasi die Grundlage dar und ist auch das bekannteste Axiom, das Paul Watzlawick zugeschrieben wird. Das zweite Axiom, jede Kommunikation hat Inhalts- und Beziehungsaspekte, beschreibt quasi eine Art strukturelle Ebene in Sachen Kommunikation. Nachrichten haben also einen Inhaltsaspekt, aber auch einen Gefühls-, einen emotionalen, einen beziehungstechnischen Aspekt bzw. eine beziehungstechnische Ebene. Sie vermitteln neben Informationen an sich und Inhalten natürlich auch eine gewisse Haltung, eine gewisse Ausstrahlung durch Lächeln, durch rollende Augen, durch einen gewissen Tonfall, durch eine Art und Weise, wie ich etwas rüberbringe. Und bei einer zum Beispiel gestörten Kommunikation geraten oftmals auch die Inhalte in den Hintergrund, weil auf der Beziehungsebene schon etwas nicht stimmt. Es geht also um die Ebenen an sich in Sachen Kommunikation, wenn Menschen miteinander sprechen, also nicht nur der Austausch von Worten, sondern auch welche Beziehungsebene steht dahinter, welche Störfaktoren gibt es eventuell auch und dieses Axiom beschreibt die strukturellen Ebenen von Menschen, die sich in einem kommunikativen Prozess, in einer Interaktion befinden. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung zugleich. Das ist das dritte Axiom und dieses beschreibt quasi die Wirkungsweise und die Systematik von Kommunikation und es sagt aus, dass
zwischenmenschliche Kommunikation niemals eine Einbahnstraße ist, dass es immer ein Wechselspiel ist, sich gegenseitig beeinflusst. Und jede Person ist quasi Teil dieses Prozesses, dieser Interaktion und gibt der Beziehung, gibt aber auch dem kommunikativen Prozess eine Bedeutung, eine Struktur, bringt Reize mit rein und löst dadurch natürlich Reaktionen aus. Und es ist eine Art Verhaltenskette, eine Art kreisförmiger Prozess im Sinne von Ursache, Reiz, Aktion, Reaktion, Wirkung und Folgen. Das vierte Axiom, Kommunikation, bedient sich digitaler und analoger Modalitäten, bezieht sich in dem Fall auf die sprachlichen und nicht sprachlichen Elemente in einer Kommunikation, in einem Kommunikationsprozess. Und mit digital ist in dem Fall nicht das digital von heute gemeint, sondern eher Informationen in Form von gesprochener Sprache, in Form von Schrift, in Form von komplexes Wissen im Sinne von logischen Verknüpfungen und auf der anderen Seite, dass die analogen, also die nichtsprachlichen oder auch nonverbalen Elemente beschreiben in dem Fall den Beziehungsaspekt und eine quasi andere Ebene. Zum Beispiel könnt ihr sagen, das Auto ist rot oder ihr könnt das jemandem schreiben, dann ist es auf der sprachlichen, auf der Informationsebene eindeutig, aber ihr könnt auch sagen, das Auto ist rot, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Und diese Elemente werden in diesem Axiom quasi versucht zusammenzubringen und beschreiben quasi die analogen und digitalen Modalitäten. Und Kommunikation ist in dem Sinne zu verstehen, gibt es da einen Interpretationsspielraum oder eben nicht. Kommunikation ist entweder symmetrisch oder komplementär. Dieses Axiom von Paul Watzlawick, dieses fünfte Axiom, geht somit auf die Unterschiedlichkeit in der Beziehungsebene oder die Gleichheit in einer Beziehungsebene zwischen zwei Personen ein. Also symmetrische Kommunikation im Sinne von ausgewogen, harmonisch im Vergleich zu einer unausgewogenen, unterschiedlichen Kommunikation. Und das kann durch verschiedene Faktoren hervorgerufen werden. Also gibt es Abhängigkeiten, gibt es eine gewisse Hierarchie, aber auch ein gewisses vielleicht Machtverhältnis, Machtgefälle, ist also die Kommunikation auf Augenhöhe, gibt es bildungstechnische, sozialisationstechnische Hintergründe. Man spricht bei dem Axiom, man könnte auch sagen von der sogenannten Chemie zwischen zwei Personen. Wie ist die Beziehungsebene? Sind die auf einer Wellenlänge oder geht das komplett auseinander? Und dieses fünfte Axiom beschreibt somit das Maß von Gleichheit zwischen Personen, die miteinander in Interaktion stehen, die miteinander kommunizieren und somit den Kommunikationsverlauf, verläuft die Kommunikation symmetrisch oder eben verläuft sie komplementär, geht sie auseinander, ist sie unausgewogen, gibt es ein Machtgefälle. Die genannten Axiome von Paul Watzlawick und Kollegen stellen wissenschaftliche Grundüberlegungen auf der sogenannten Metaebene dar. Die Axiome sind immer natürlich auch in Verbindung zu sehen, bedingen sich gegenseitig und wirken gemeinsam, um dieses Thema Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation und diese Prozesse ein Stück weit zu erklären. Denn zwischenmenschliche Kommunikation und dieser Prozess ist natürlich etwas sehr Komplexes, ein komplexer Sachverhalt und auch kompliziert, je nachdem zum Beispiel auch wie viele Personen miteinander reden oder versuchen miteinander zu reden, erhöht das die Komplexität oder auch der stressige Alltag, also sogenannte Störfaktoren, können die Kommunikation und die Komplexität beeinflussen. Kommunikation geschieht natürlich ebenso auf verschiedenen Ebenen
und ist nicht als Einbahnstraße zu sehen, sondern eher sehr mehrdimensional, sehr vielschichtig und nicht man kann Kommunikation nicht als genau so oder so beschreiben. Denn, wie gesagt, gibt es sehr, sehr viele Störfaktoren. Überlegt euch nur mal, wann ihr am aufnahmefähigsten seid, wirklich miteinander, mit jemandem anderen zu sprechen, auch den zu verstehen, auf den einzugehen. Also Zeit in die Qualität der Kommunikation zu investieren. Ebenso spielt natürlich noch eine Rolle, wie reflektiert seid ihr. Setzt ihr euch mit eurem eigenen Verhalten, mit eurer eigenen Sozialisation auseinander und hinterfragt, okay, warum denke ich denn so oder so? Das alles spielt eine Rolle im Zusammenhang mit der Qualität der Kommunikation, im Zusammenhang mit Grundlagen für eine gute Kommunikation und Erklärungsmodellen von Kommunikation. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen und die Axiome von Watzlawick und Kollegen sind nur eine Beschreibung und wir werden bestimmt auch noch in weiteren Videos auf andere Modelle, zum Beispiel Schulz von Thun fällt mir da noch ein, werden wir noch eingehen. Ja, das war's. Erstmal zum Thema Kommunikation, Watzlawick und die fünf Axiome. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden bestimmt noch auf einige andere Kommunikationsmodelle eingehen und ich freue mich auf euer Feedback, eure Anregungen gerne in die Kommentare oder per E-Mail an mich. Humanistische und kommunikative Grüße. Bis bald.